Von Apulien in den Ruhrpott, genauer nach Dortmund. Hier hat die Spedition von Truckerbabe Heike ihren Sitz. Seit 25 Jahren ist die 61-Jährige schon dort angestellt. Mit ihrem Truck namens Bobbycar transportiert sie Schotter, Sand und Kies. Auch heute Morgen. Also wir laden Schüttgüter für eine Betonanlage in Castrop. Da laden wir Rheinsand auch für eine Betonanlage. Die ist aber in Hagen. Dann laden wir 045 für eine Gartenbaufirma. Ich hoffe, da ist nicht zu viel los. Ich habe meinen Mann heute im Schlepptau. Der darf der gleiche fahren wie ich. Es kommt ab und zu mal vor. Weil ich sage mal, ich liebe meinen Mann, aber deswegen muss ich nicht 24 Stunden aufeinander hocken. Ihren Mann Ingolf hat Heike über den Job kennengelernt. Beide arbeiten als Trucker im gleichen Unternehmen. Also ich möchte alles andere wie eine Firma haben, wo man unter Zeitdruck steht. Mein Lebtag nicht mehr. Ich habe mal Kühler im Fernverkehr gefahren. Ich habe mir gesagt, besser wie keine Arbeit, weil ich hatte zwei Jungs zum Satt kriegen. Ich hatte zum Glück eine ganz liebe Nachbarin, die hat dann auf die Kinder mit aufgepasst. Und nie wieder, weil gerade wenn man ein Zeitfenster hat, gerade was dann so Häfen betrifft, so Antwerpen, Hamburg, wenn du zu dem Zeitfenster nicht da bist, hast du Pech gehabt. Dann musst du halt das nächste Mal warten, bis wieder ein Fenster frei wird. Ich habe da also wirklich teilweise die lila Elefanten auf der Autobahn gesehen. Und da habe ich gesagt, Feierabend. Ich bin ja noch in der Probezeit. Hier kommt meine fristlose Kündigung. Seitdem fährt Heike nur noch Tagestouren im Nahverkehr. Und den kennt sie auswendig, wenn auch auf ihre eigene Art und Weise. Ja, wie der Kollege da wegen der Adresse fragte, ich kann dir die Straßennamen gar nicht sagen. Weil wir haben die damals alle nur über Erklärungen gefunden. Da hat noch nicht jeder ein Navi gehabt. Wir hatten dann so ein relativ gutes Funkgerät im LKW. Und dann habe ich die angeklingelt und sag, hör mal, ich muss da und dahin. Ja, alles klar. Leicht zu finden, erkläre ich dir. Das war normal. Also ich weiß heute immer noch nicht von ganz vielen steilen Brücken die Straße. Weiß ich nicht. Ich weiß, wo sie sind. Von Dortmund fährt Heike zunächst nach Menden ins Sauerland. Dort lädt sie Split für eine Betonanlage in Castrop-Rauxel. Dann geht es zurück nach Dortmund, um Rheinsand für Hagen zu laden. Anschließend weiter nach Werl, wo sie Schotter für eine Landschaftsgärtnerei in Dortmund abholt. Und dann noch einmal ins Sauerland, nach Balve, Edelsplitt, für den nächsten Tag vorladen. Zigmal im Zickzack durch Nordrhein-Westfalen. Meine Brüder, die hatten alle drei LKW-Führerschein. Mein Vater hatte LKW-Führerschein. Eigentlich war das fast klar, dass ich auch einen Führerschein dafür mache. Und nur meine Schwester nicht. Die darf nur Auto fahren. Ist ja besser so. Schuld sind meine Brüder. Wir haben uns vor ewigen Zeiten darüber unterhalten, dass ich auch wieder arbeiten will. Und dann hat mein ältester Bruder gesagt, mach doch die Umschulung zum Berufskraftfahrer. Da habe ich dann gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ich Wurzelzwerg auf so ein Geschoss. So, ihr lacht euch doch kaputt über mich. Ja, das Ganze hat, glaube ich, ein Jahr angehalten und dann habe ich die Umschulung angefangen. Ja, und seitdem fahre ich. Seit 92 habe ich einen Führerschein für LKW. Also habe schon ein paar Kilometer gefahren in den Jahren. Das Umsatteln zum Truckerbabe war vor 30 Jahren noch mit heftigen Vorurteilen verknüpft. Wenn man einen Fahrlehrer hat, der was gegen Frau am Steuer hat, die sind nicht so einfach. Die Fahrtrichtungwechsel hat er relativ spät angesagt. Er sagt, Kumpel, du musst schon mal ein bisschen früher Bescheid sagen. Ich kann mit so einem Sattel nicht mal eben wacker rechts abbiegen. Oder dann muss man unter anderem so rückwärts, so versetzt nach rechts, eine Parklücke rein. Und wie ich das nicht sofort geschafft hatte, hat er dann auch gemeint, ja, nee, klar, Frau am Steuer. Also der Fahrlehrer, der war schon extrem. Und ich habe mich dann auch geweigert, mit ihm weiterzufahren. Der kam damit nicht klar, dass Frauen mittlerweile dann halt auch mal LKW-Führerschein machen. Da habe ich gesagt, nö. Allzu viel hat sich seither nicht geändert. Noch immer stellen Frauen nur 2% der LKW-Fahrer in Deutschland. Ja, die ersten Touren waren tatsächlich dann mit einem Bonsai-Truck. Sprich, das waren 7,5 Tonner, weil man mir eigentlich nicht mehr zugetraut hat. Und in dem Moment kann man auch nicht einfach sagen, gut, ich suche mir eine andere Arbeit. Das war damals halt nicht so einfach. Weil Frau am Steuer war doch sehr verpönt. Und ich habe dann natürlich mehrere Firmen angerufen, die ja dann halt auch in der Zeitung standen. Und da hat man mir dann überwiegend gesagt, sie suchen Fahrer mit Erfahrung. Da habe ich dann gesagt, Kumpel, wenn ihr nur Fahrer mit Erfahrung wollen, dann haben wir bald keine mehr. So ist das Golden Girl immer das letzte Wort. That's
Und das funktioniert. Mittlerweile macht ihr in Sachen Erfahrung keiner mehr was vor. Ach Kinder, was macht ihr denn da wieder? Macho-Sprüche hat das Trucker-Babe lange keine mehr gehört. Dafür fährt sie viel zu gut. Aber natürlich nur, wenn der Verkehr es zulässt. Trucker-Babe Heike ist gleich bei ihrer ersten Abladestelle. Eine Betonanlage in Castrop-Rauxel erwartet die 61-Jährige und den geladenen Splitt. Ach Kinder, was macht ihr denn da wieder? Ausgebremst, schon vor dem ersten Ziel. Kann natürlich auch sein, dass sie mal wieder eine Wanderbaustelle aufgebaut haben, dass sie die gelben Striche da neu ziehen. Aber da machen wir uns nicht unbedingt den Kopf drum. Nach 30 Jahren Berufsleben macht sich das Golden Girl unter den Trucker-Babes sowieso keinen Kopf mehr. Heike ist Vollprofi. Ja, als richtige Truckerin würde ich mich auf jeden Fall bezeichnen. Ich bin also nicht nur immer im Nahverkehr unterwegs gewesen. Meine Stärke ist, glaube ich, einfach, ich bin eine sehr ruhige Fahrerin. Mich kann eigentlich so schnell wirklich absolut nichts nervös machen. Ja, manchmal eine Baustelle, wenn ich so den einen oder anderen sehe, jetzt nicht unbedingt von unserer Firma, die dann Problemchen haben in Rückwärtsfahren, da kann ich dann schon mal, wo ich dann denke, eigentlich solltest du das können, das ist das einmal eins. In unserem Job fahren wir 90% rückwärts und das Ding ist nun mal 15 Meter lang. Ne? Also da muss schon richtig einer eine Schippe auflegen, um mich nervös zu machen. Dann sagt selbst mein Mann dann, Schatz, dass du so ruhig bleibst. Sag ich, Inder, ist doch eh nicht. Anfangs haben ihr die Männer nicht mal zugetraut, einen richtigen LKW zu fahren. In den 90ern durfte sie nur 7,5 Tonner kutschieren. Bonsai Trucks, wie sie die scherzhaft nennt. Damit ist es vorbei. Ihr Kipper Bobbycar bringt es auf 13,5 Tonnen und rührt mit 450 PS. Jetzt müssen wir da oben hinlaufen, damit er uns sagt, wo ich kippen soll. Entweder auf dem Bunker oder auf Lager. Und dann unterschreibt ihr mir auch den Zettel. Dem Auslieferungswerk für Transportbeton in Castrop-Rauxel liefert Heike 26 Tonnen Splitt. Den hat sie heute Morgen in Menden im Sauerland abgeholt. Morgen. Nehmen wir hier so wieder alles hier mit. Darfst du nur mal unterschreiben? Jawohl. Boah, hier siehst du nichts. Wie schön. Dankeschön. Geht auf Lager. Viele Mitarbeiter in den Firmen kennt Heike persönlich. Sie arbeitet ja auch seit einem Vierteljahrhundert für die gleiche Spedition. Früher fuhr sie einen Kipper mit einer Plane, die von Hand aufgerollt werden musste. Das ständige Anheben der schweren Planstange ging auf Nacken und Schultern. Über ein Jahr war sie insgesamt krankgeschrieben. Dann hat die Rentenversicherung den Einbau einer elektronischen Plane bezahlt. Das Abladen ist gut gelaufen, wie immer. Sowas macht mich nicht mehr nervös. Ich weiß ja im Grunde genommen eigentlich, wo ich morgens hinfahre. Das sind im Grunde genommen eigentlich immer wieder die gleichen Abläufe. Ab und zu ist da mal eine neue Baustelle bei, aber sonst ist es eigentlich alles immer die gleichen Ladestellen, die gleichen Abladestellen. Das Trucker sein muss man leben. Das ist schon mein Traumjob, ja. Würde es das berühmte zweite Leben geben, würde ich es nicht anders machen. Zurück in Dortmund. Bei ihrem Arbeitgeber lädt Heike rein Sand für die nächste Tour. Sand ist dann rein, wenn er mindestens zu 85% aus Sandkörnern besteht. Und ein Sandkorn darf nicht größer sein als 2 mm im Durchmesser. Das Trucker-Babe hat allerdings gerade andere Probleme als Sandkörner messen. Blödes Wetter! Ich habe jetzt das Vollgewicht eingegeben. Dann fahre ich jetzt von der Waage. Und dann gehe ich ins Büro rein und muss mir die Wiegekarte holen. Damit der Chef dann auch weiß, was ich alles so getan habe am Ende des Tages. Die Wiegekarte bescheinigt das genaue Gewicht des LKWs. Der wird zuerst leer gewogen und danach voll. So weiß man, wie viel Sand sich im Truck befindet. Hallo Beppo, ich hätte gern bitte für MTB Hagen Rheinsand 02. Ja, auch ein Puffel, ne? Bitte sehr, Mann. Ich habe jetzt Rheinsand geladen für Betonanlage in Hagen. Die brauchen das Material auch, um Beton anzumischen. Hagen ist die vierte von 8 Stationen, die Heike heute anzufahren hat. Wenn man sie denn lässt. Ja, was meinst du eigentlich, warum ich stehe, du kleine Pappnase? Das sind ein paar Trucks zu viel für die eh schon enge Stelle, in der dann auch noch ein Kollege parkt. Dann wird nichts, Rumpels. Mein Gott. Rangieren und sich arrangieren. Manchmal alle gar nicht so einfach für die.
ob Heike wohl als Nächste dran ist?